Hey Leute, willkommen zurück. Das ist Brains Tactics and Strategy mit Let's Play Order of Battle. So, dann wollen wir mal sehen, wie wir hier weiterkommen. Wir haben tatsächlich hier den Flughafen noch nicht erobert und auch die westliche Stadt Caen ist uns hier aus der Hand genommen worden. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, aber das ist natürlich eine Selbstmordmission hier. Schade um diese sehr erfahrene Truppe hier. Vier Streifen haben die, hat hier diese deutsche Infanterie. Keine schwere. Infanterie, normale, reguläre. Da fehlt noch der östliche Teil natürlich, den wir erobern wollen. Und hier die Straßenzugänge. So. Los geht es. Und ja, wir haben hier einige Befehlspunkte offen für die Briten. Ich guck gerade mal rein, ob wir hier noch. Ja, wir können hier noch Panzer einsetzen. Haben wir hier noch auf der Reservebank sitzen? Das machen wir denn auch mal. Ob das ist nur die Cromwell-Geschichte. Die sind sehr erfahren, sind hier aber angeschlagen, aber die werden wir hier mal einsetzen. Und für die Kanadier haben wir, glaube ich, nichts mehr auf der Reservebank. Nein. Da können wir aber, haben wir aber einiges an Mitteln, Ressourcenpunkten. Gehen wir doch mal einkaufen für Kanada. Ja. Ich denke, wir werden uns hier so eine schwere Infanterie genehmigen. Wir brauchen keinen Transport. Okay. Und da sind sie auch schon. Gut. So weit, so gut. Haben wir ja doch einiges an Truppen jetzt hier aufgefahren. Also hier gibt es natürlich so kleine Städte und Dörfer. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt erobern. Aber Villers Bocage ist ja ein Sekundärziel. Deshalb auf dem Weg dahin, ich werde hier mal möglichst eine breite Pufferzone schaffen, einfach damit wir dann frühzeitig auch mitbekommen, was von da aus kommt. Also gehen wir hier mal auf Show zu und hier haben wir einen Bunker und Pioniere. Nein, reguläre Infanterie. Genau, die geschwächt ist. So. Der Jagdpanzer 4. 70. Ich muss sagen, den kenne ich gar nicht so gut. So, lasst mich mal kurz was einblenden. Moment, jetzt ist aber. Ah, entschuldigt, hier war irgendwie gerade ein schwarzer Bildschirm. Ich hoffe, dass. Ja, jetzt geht's wieder. So. Genau. Also hier sehen wir den Panzer 4-70.
70. Das ist im Panzermuseum Kubinka, anscheinend in Moskau. Der steht hier vorne. Ja, also ziemlich abgeflacht, interessantes Teil mit einer Pak 39, 7,5 cm, Besatzung 4, Länge 6,85, Breite 3,17, ist nur 1,85 hoch. Hat noch ein 7,92 mm Maschinengewehr MG34 dabei. Gut, das nur so nebenbei. Dann gehen wir doch mal wieder rein. Wir werden Schwierigkeiten haben, den zu beseitigen. Ne? Also den Churchill müssen wir unbedingt reparieren. Das ist hier unser, ja, stärkster Panzer. Wir versuchen es mal hier im Zangenangriff. Jawohl, ein Schaden genommen, ein eingesteckt. Angriff, Jungs, schwere Infanterie. Ein Schaden, zwei eingesteckt. Übel. Oh, sehr gut. Zwei Schaden gemacht. So, geht's heftig zur Sache hier an diesem Flughafen. So, jetzt kümmern wir uns mal hier um den nördlichen Teil oder westlichen Teil dieser Stadt. Wir können natürlich jetzt eigentlich, vielleicht ist das keine schlechte Idee, hier diese schwere Pack mal gegen die Panzer da einsetzen, ne? Artilleriefeuer. Und schwere Infanterie greifen wir direkt an. Und da haben wir Kar West wieder erobert. Zurückerobert, besser gesagt. Und Angriff nochmal hier mit der regulären Infanterie auf die Brücke. Aber die haben Panzerfäuste. Kein Problem. Ja, vorrücken. Und hier auch vorrücken und Angriff. Jawohl. Ah, Pioniere sind das. Kein Problem. Ja, die sind natürlich eigentlich gut gegen Infanterie. Ja, okay. Gefällt mir doch ganz gut die Situation hier. Geht alles langsam voran, ne? So, was haben wir jetzt hier alles? Hier haben wir Rommel persönlich, anscheinend in einem Panther. Jagdpanzer 4. Das sind also Modelle. Also das ist auch eine Variante, ne? Von diesem Panzerjäger mit wiederum Pak 39, also 7,5 cm und dem Maschinengewehr als Sekundärbewaffnung. Jagdpanzer 4, weil der eben aufgebaut ist auf dem Fahrgestell des Panzerkampfwagen 4. Und der ist gar nicht mal so schlecht hier, ne? 17 hat er gegen feindliche Panzer und der hat sogar 20. Boah, fast so gut wie Rommel. Der hat nämlich 22 hier. Und der Tiger hat auch 20. Heidewitzka.
Wir haben hier zwei Packs stehen und eine Ari. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir hier klug vorgehen. Also zunächst wollen wir ja mal hier über die Furt und direkt angreifen. Ja, das hat ihn nämlich überrascht mit einem Schadenspunkt. Wir haben auch was eingesteckt, weil wir hier keine Deckung haben. Als offenes Gelände wird diese Furt gewertet. Deckungswert 0, klar. Braucht man nicht lange in die Einstellung gehen. So, Angriff hier mit dem Cromwell. Der scheint mir noch einigermaßen nützlich zu sein gegen Infanterie. Ansonsten ist Cromwell ja hier echt gar nichts wert. Jedenfalls nicht gegen die deutschen Panzer, mit denen wir es hier zu tun haben. Britische Fallschirmjäger sollen jetzt auch nochmal angreifen. Ah, das ging heftig ab. So, und dann fahren wir jetzt hier in die Stadt rein, schneiden die ab und greifen von drei Seiten quasi an. Ja, das zwingt sie dann zur Flucht. So, das ist schon mal gut. Haben wir hier noch was an Bewegung? Ja. Und hier fahren wir auch in die Stadt. Da haben wir da zumindest ja, einen ordentlichen Deckungswert. Denn darauf kommt es jetzt an, ne? Wir müssen jetzt die mangelnde Kampfkraft ausgleichen mit guter Deckung. Und hier müssen wir jetzt auch mal angreifen. Wir werden zwar was einstecken, aber es muss sein. Jawohl, drei Schaden. Das war super. Angriff hier gegen den Puma. Nice. Tja, und der Humber ist natürlich hier total nutz. Oh, da haben wir sogar einen Elite-Piloten über uns in einer Me 410 Hornisse. Okay. Aber das scheint mir eher so ein Aufklärer zu sein. Weil schaut mal, der hat hier ganz. Der hat relativ schwache Werte, Kampfwerte, ne? Gegen Infanterie noch einigermaßen, aber gegen Panzer ist der ziemlich ja, schwach. Feuer! Naja, hätte ja was werden können. Zieht die zweite Pack ran, Jungs, und die dritte dann auch. Das brauchen wir alles gegen Rommel. Ich wage es nicht, die auf den Transport zu verladen. Deswegen ziehe ich die halt jetzt Feld für Feld vor. Gut. Ah, den Aufklärer hier. Kann ich vielleicht da oben gebrauchen. Ansonsten nützt er uns nichts. Zwei Cromwell. Ne, doch, zwei Cromwell. Und ein Cromwell, ein Achilles. Okay, der Cromwell hier nimmt es mit dem Jagdpanzer auf. Na gut, weil es nur noch vier Stück sind und weil wir hier Unterstützung haben von den Fallschirmjägern. Na dann, Angriff! Gut. Dann wird unser Panzerjäger jetzt hier mal. Nein, ich werde hier direkt. Ich könnte ihn ausschalten. Den Jagdpanzer. Aber ich glaube, ich will lieber Rommel angreifen. Die Gelegenheit ist jetzt einfach zu gut. Zwei Schadenspunkte. Zwei eingesteckt. Gut. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Haben alle hier schon ordentlich eingeschenkt bekommen. Dann ziehen wir mal die Kanadier vor. Und hier haben wir noch einen Churchill. Sehr schön.
Hier hätten wir gerne das Dorf erobert. Null Schaden. Haha. Und vier haben die eingesteckt. Sehr gut. Okay. Das war doch eine gute Runde. Ich glaube, dann sind wir auch durch. Soweit. Och. Oh oh, da haben wir was eingesteckt. Verdammte Bunker. Naja, solange der nicht seine Panzer wieder fit macht, sondern nur irgendwelche Pioniereinheiten, soll es mir recht sein. Aber bevor die Panzer da sind, haben wir, glaube ich, noch eine gute Chance, diese schwach verteidigte Oststadt einzunehmen. Boah, drei eingesteckt hier gegen Tiger. Immerhin einigermaßen gut behauptet dafür, dass es ein Tiger ist. Boah, jetzt hier Panzer 4. Ja, zwei eingesteckt. Der Churchill. Und das war ein Fehler von ihm, finde ich. Jetzt hier die Hummel, glaube ich. Oh, Artillerie hier auf der Brücke und dann nochmal heftiger Beschuss aus dem Stadtzentrum. Oh, nochmal Mörserbeschuss. Oh, Glück gehabt. Ach, der eine da ist ja frech irgendwo. Gleich mal ausschalten hier den Trupp. So. Jetzt müssen wir uns hier um die mal kümmern. Die sind ja beide ziemlich angeschlagen. Ich möchte nicht schon wieder die Position aufgeben hier. Ah, hier haben wir noch eine Brücke. Können wir mich hier von der Flanke kommen, aber erstmal die Artillerie reinrotzen lassen. Ein Schaden, jawohl, noch ein Schaden. Und dann hier Angriff mit der schweren Infanterie, da muss doch was drin sein. Ach, nur ein, ne, null. Aber wir verlieren einen, ich fasse es nicht. So, dann ziehen wir rum hier die Pack. Oh, stecken wir direkt einen weg. Und das meine ich. Das war nämlich der Fehler von dem. Ja, ist vielleicht besser, wenn wir hier eine Infanterie reinpacken. Und den hier ausschalten. Kommt schon. Ach, ein. Ja gut, dann flieht er noch. Den mal runter von der Brücke. Und sollen wir es wagen? Erstmal schalte ich die aus. Sieht gut aus. Also vielleicht nächste Runde gehört uns der Flughafen. Weil die beiden Panzer, die sind noch zu stark hier, als dass wir den Flughafen halten können. Der wird versuchen, ihn zurückzuerobern. Hey, der Cromwell ist gar nicht schlecht hier gegen die Jagdpanzer. Treffer 2. Haha. So, für den Moment gehört der Flughafen uns. Aber das, naja, obwohl,
Vielleicht können wir den sogar noch vielleicht können wir den sogar behalten. Aber mal sehen, Mörser versuchen, vielleicht bringt es ja was. Nee. Die reguläre Infanterie ist natürlich schlapp gegen den Bunker hier. Das ist klar. So, hier haben wir schon gezogen. Versuchen wir mal hier so einen Flankenangriff. Oh, ja. Klar, hätte ich mit. Oder ich werde erstmal die hier weghauen, oder? Ja, bevor die sich erholen. Und da ist doch der Cromwell ganz gut geeignet. Das ist doch seine Zielgruppe. Die Zielgruppe vom Cromwell sind Städte und Kommunen, beziehungsweise Infanterie. So, gegen den Tiger müssen wir leider was tun. Das hält uns natürlich jetzt alles auf. Feuer. Ein. Und drei, nee, zwei. Oh, das ist so heftig, ey. Hier gegen Rommel. Feuer mit der Pack. Zwei. Es wäre so geil, wenn wir den jetzt hier ausschalten. Yes. Vielleicht können die Kanadier was tun gegen den Tiger hier. Einen immerhin. So, jetzt, Jungs, britische Fallschirmjäger versuchen den Angriff auf Rommel. Jawoll! Wenn das mal keinen Motivationsverlust gibt, weiß ich auch nicht bei den Truppen. Ast rein, würde ich sagen. Können wir hier auch mal mit den Transportern vorrücken? Und den können wir mal nach dort schicken. Okay. So, und die machen wir jetzt fertig hier. Angriff, Jungs! Nee, da werden wir nicht reinrücken. Na, das war doch eine schöne Runde. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und lasst mir doch gern ein Abo oder ein Like da. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.